Meine lieben Zuschauer und Zuhörer, ich freue mich sehr, wie ich es ja schon angekündigt hatte in einem der letzten Videos, dass heute bei mir zu Gast ist Frau Professor Brückner. Und zwar extra aus Frankfurt angereist. Vielen herzlichen Dank, dass du da bist. Und zwar beschäftigt sie sich mit den Strategien, mit den langfristigen Strategien für erfolgreiche Unternehmerfamilien. Und da beschäftigt sie sich mit dem Institut Res Futura in Frankfurt. Ich hätte es nicht besser sagen können. Vielen Dank, vielen Dank. Jetzt wollen wir uns heute mit dem Stiftungsrecht, mit den Neuerungen des Stiftungsrechts beschäftigen, weil 1.7.2023 gibt es ein neues Stiftungsrecht, den BGB. Und es ist natürlich für unsere tägliche Arbeit auch relevant, weil wir uns eben hier mit Stiftungsrecht beschäftigen. Ja, du sicher mehr als ich. Für mich ist es dann die Praxis der Vermögensanlage, die mich umtreibt, aber ganz klar natürlich unter der rechtlichen Prägung. Unter der rechtlichen Prägung, ja. Vielen Dank auch. Also sicher mehr als du ist, weiß ich gar nicht so genau. Wahrscheinlich ist aber bei dir mehr so diese gemeinnützigkeitsrechtliche Komponente und bei mir eben auch diese familienrechtliche und unternehmerische Komponente sozusagen verankert. Ja, ja. Und heute wollen wir natürlich hauptsächlich uns mal etwas spezialisieren aufs Gemeinnützigkeitsrecht und auf drohende Haftungsgefahren auch für den Vorstand einer gemeinnützigen Stiftung. Ja. Die es ja gibt. Ja. Auch wenn viele, die sich mit Gemeinnützigkeitsrecht beschäftigen und dort auch Verantwortung tragen, denken, ja, ich mache ja was Gutes und für mich gilt diese Haftung ja nicht so in dieser Konsequenz. Leider, das habe ich schon öfters von Stiftern, von gemeinnützigen Organisationen gehört. Wir erleben teilweise tatsächlich auch das Gegenteil, dass aus Furcht Fehler zu machen und dann in die Haftung zu geraten, bestimmte Dinge mit sehr viel Vorsicht, mit sehr viel Zurückhaltung angegangen werden, sodass in der Konsequenz Potenziale liegen bleiben und vielleicht aus der Untätigkeit dann sogar neue Risiken entstehen. Das ist ein guter Punkt, weil man kann nicht bloß Fehler machen, sondern man kann auch durch Unterlassen Fehler machen sozusagen und kann auch dadurch in die Haftung kommen. Aber was ist jetzt die Haftung und wo steht die? Es hat sich etwas Neues getan, zum 1.7.2023, nämlich im 84a BGB gibt es jetzt eine neue haftungsbegründende Norm, sozusagen die Business Judgment Rule, die aus dem Aktienrecht 1:1 ins BGB fürs Stiftungsrecht übernommen wurde. Und wenn ich es jetzt nochmal ganz, sagen wir mal, von Grundsätzen her bringen darf, und dann bist du sofort wieder dran, von den Grundsätzen her bringen darf, dann ist es quasi dann der Fall, oder der Vorstand muss dann haften, wenn er Pflichtverletzung begeht, wenn er Schaden existiert, wenn er Kausalität deutet und wenn er es vertreten muss, das Ganze. Und wir haben uns die Frage gestellt, vor allem Frau Professor Brückner und Herr liebe Yvonne hat sich auch natürlich dann die Frage gestellt, wie ist denn das eigentlich bei Anlageformen und bei verschiedenen Anlageklassen und bei verschiedenen Anlagemöglichkeiten? Wann droht denn dort der Vorstand in die Haftung zu kommen? Ja, und tatsächlich auch vor ganz konkretem Hintergrund, denn wir erleben bei immer mehr Stiftungsverantwortlichen die Rückfrage, ob man sich mit Nachhaltigkeit als relevantem Risikoaspekt denn jetzt intensiver beschäftigen müsse. In der Vergangenheit war man in dem Bereich häufig zurückhaltend, vor allem, weil man fürchtete, bei nachhaltigen Anlagen eventuell mit Minderrenditen rechnen zu müssen, die man dann potenziell vertreten zu haben könnte. Und sagte sich, naja, dann bleibe ich bei einer klassischen standardisierten Vermögensanlage, da mache ich nichts falsch. Das ist der Aspekt, den ich ja gerade schon kurz angerissen hatte. Ich glaube, mein Eindruck, dass sich mit der Business Judgment Rule die Situation jetzt ein bisschen verändert. Also dass wir zum einen in eine Konstellation gelangen, in der es einfacher werden könnte, dieses Anliegen, Nachhaltigkeit auch in der Mittelerwirtschaftung zu realisieren, dann auch so tun zu können. Auf der anderen Seite gleichzeitig aber vielleicht auch der Druck entsteht, sich damit zu beschäftigen. Im Finanzbereich ist es ja bereits so, dass Akteure auch vom Regulator dazu veranlasst werden, Nachhaltigkeitsrisiken explizit zu berücksichtigen und in ihren Strategien Maßnahmen einzuarbeiten, die ein Management dieser Risiken erlauben. Wir sehen die Ausstrahlungswirkung in Richtung Stiftung früher oder später auf jeden Fall kommen, dass auch dort das Thema Nachhaltigkeitsrisiko als letztlich verursachender Aspekt für wirtschaftliche Schlechterstellung, für wirtschaftliche Risikofälle, ja, eine größere Rolle spielt, also berücksichtigt werden muss. Und vor diesem Hintergrund der vermögensallokationsbezogenen Relevanz freue ich mich heute dann eben auch hier im Austausch zu sein. Und eine ergänzt du vielleicht noch oder eine Frage. Du hast ja auch nachgewiesen, meine ich, in einer Studie, dass also Investments in solche Nachhaltigkeits-
ja, nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen nicht schlechterdings schlechter sein müssen als Investments in nicht nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen. Ja, nicht nur nicht schlechterdings nicht schlechter, sondern an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar noch marginal besser. Wobei die Hauptarbeit hier nicht von uns gemacht wurde. Wir haben uns mit der Befundlage auseinandergesetzt im Rahmen unserer Forschung zu Nachhaltigkeitsstrategien von Unternehmerfamilien und konnten feststellen, dass es inzwischen Tausende von Studien gibt, die aggregiert ausgewertet in sogenannten Meta-Analysen belegen, dass man langfristig bei diversifizierter Allokation, wichtig dann auch für die Stiftungsvermögensanlage, nicht mit einer schlechteren Rendite oder einem ungünstigeren Risikoprofil rechnen muss. Das ist auf jeden Fall ja schon mal sehr interessant und wichtig mitzunehmen. Und jetzt müssen wir natürlich eigentlich die Folgefrage stellen und uns sagen, wenn wir denn in so nachhaltigkeitsbezogene Investments gehen, dann ist es ja jetzt im Moment noch sehr wissenschaftsbezogen, natürlich auch entsprechend theorielastig und natürlich von der Bestimmtheit her noch etwas ausbaufähig und vom Detaillierungsgrad. Der einfache Praktiker braucht ja, Sie wissen das, ein bisschen einfachere Lösungen, die er dann auch anbieten kann. Was heißt es denn jetzt für meine Stiftungen, die ich betreuen darf, oder auch für deine Stiftungen konkret? Wie sollen denn die jetzt in nachhaltige Investments investieren? Aus unserer Sicht stellt sich das Ganze relativ einfach dar. Alle Handlungen, die Stiftungen vollziehen, sollen sich ja am Stifterwillen orientieren, der typischerweise in der Satzung fixiert ist. Bei den meisten Stiftungen, mit denen wir im Austausch stehen, sind in der Satzung aber keine Anlagerichtlinien fixiert. Wenn wir uns also auf die Vermögensanlage fokussieren, stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich denn den Stifterwillen in der Vermögensanlage gesichert umsetzen? Und in diesem Zusammenhang sind Anlagerichtlinien ein sehr wertvolles Instrument, die auch im Kontext der Business Judgment Rule dann entsprechende Wirksamkeit entfalten. Denn wenn ich diese Richtlinien sorgfältig ausarbeite, habe ich eine Grundlage, um zielgerichtet, strukturiert in passende Investments zu gehen. Dieses passend ist ganz wichtig, denn es geht einfach darum, mit der Vermögensanlage nicht potenziell in Widerspruch zum eigentlichen Stifterwillen zu geraten. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Natürlich kann man weitergehen und sagen, ich kann über die Vermögensanlage auch die Zweckerfüllung noch verbessern, indem ich nicht nur mit der Mittelverwendung dem Stiftungszweck gerecht werde, sondern auch im Rahmen der Mittelerwirtschaftung diesen Aspekt mit einbeziehe. Nichtsdestotrotz, die Basisidee ist quasi die zu sagen, Anlagerichtlinien helfen zunächst mal zu gewährleisten, dass der Stifterwille sich auch in der Vermögensanlage gesichert wiederfindet. Der Stiftungsvorstand, der in diesem Rahmen agiert, hat im Prinzip unter Bezugnahme auf die Business Judgment Rule eine vergleichsweise komfortable Position, muss sich viel weniger Sorgen um potenzielle Haftungsrisiken machen. Jawohl, ganz genau, das wäre nämlich noch mein Stichwort auch gewesen. Also nicht nur eine strukturierte und entsprechend zielorientierte Investition, sondern auch aus rechtlicher Sicht durchaus eine Reduktion des Haftungsrisikos, ja, beim 84a BGB. Sie kennen diese Diskussion vielleicht in ähnlicher Weise auch von dem Thema, hat man so eine Art internes Risikokontrollsystem, hat man so ein Compliance-System geschaffen und ähnlich ist es hier auch, hat man so Anlagerichtlinien geschaffen, die natürlich in Übereinstimmung mit den Stiftungen stehen müssen, aber die dann auch das Ganze etwas näher spezifizieren und kontrollieren und dem Vorstand dann ein bisschen mehr Rechtssicherheit geben bei der Anlage. Absolut, absolut. Kann ich an der Stelle nur zustimmen. Ich glaube, was vielleicht noch wichtig ist, ist zu verstehen, dass es für den Stiftungsvorstand oder generell für alle Organe einer Stiftung auf Basis solcher Anlagerichtlinien einfacher wird, im Vermögensmanagement gute Entscheidungen zu treffen. Denn gut gemachte Anlagerichtlinien konkretisieren ja auch die Umsetzung. Also wie soll denn eigentlich konkret daraus ein Portfolio werden? Und mit diesen Maßgaben an externe Dienstleister herantreten zu können, bringt mir als Verantwortlichen natürlich einen großen Vorteil in dem Sinn, dass ich nicht im Trüben fische, mich nicht auf zufällige Übereinstimmungen verlasse, sondern dem Dienstleister sehr explizit sagen kann, woran er sich zu halten hat. Das muss ich in Anführungszeichen nur noch überwachen. Ja. Genau, genau. Also man darf ja natürlich genauso, oder du sagst es ja völlig zu Recht, man darf ja bestimmte delegationsfähige Aufgaben, die man nicht in selber in eigener Funktion als Vorstand übernehmen muss, darf man dann auch delegieren. Aber wenn man es schon delegiert, dann muss man es halt auch kontrollieren, sozusagen, ja, damit halt die Haftung sozusagen reduziert ist. Ja. Vielen herzlichen Dank für diese wunderbaren Ausführungen. Liebe Frau Professor Brückner, liebe Yvonne, ich danke Ihnen und wir danken Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören und hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht.